Rocket Beans TV Best of August 2024. Wir starten rein. Ich habe nichts gesehen. Ihr hoffentlich auch nicht. Herzlich willkommen zu Best of August. Hallo, mein Name ist Fabian. Ich bin der einzige mittelalte Mann in diesem Raum ohne Podcast. Wir schauen mal, ob der Chat sich gerade in den Arm bricht beim Eintippen des Wortes Arm. David, ganz kurze Frage. Ja. Habe ich schon mal in einem Badezimmer geduscht, während du dein großes Geschäft verrichtet hast? Und das fand ich nicht okay. Gut, aber wir sind immer noch Freunde. Und deshalb würde ich sagen, das ist der perfekte Freundschaftsbeweis. Ja, Routine, auf jeden Fall. Ich habe kein gutes Beispiel, aber ich wette, wenn wir nackt voneinander wären, würden wir uns sehr gut verstehen. Fabian, es freut mich sehr, dass wir endlich mal wieder zusammen hier sind. Fabi, Krani, we call it a comeback. Wir sind wieder zurück. Ich möchte mal ganz kurz was sagen, und zwar zu Fabian Krane in dem Fall. Fabian Krane hat überhaupt gar keinen Fußballbezug, der mag gar keinen Fußball, aber der trägt ein Fußballtrikot. Und da muss ich mit ihm schimpfen, da muss ich ihn tadeln, weil Fußballtrikots sind kein Fashion-Accessoire. Fußballtrikots dürfen nur Leute tragen, die auch Fußball gut finden. Das kann nicht sein. Da muss ich nochmal mit dir reden, Fabian. Zurück. Es hat nicht lange gedauert, bis ein weiteres Spiel produziert wurde, das wir spielen können. Ja. Wir beide haben nur, also wenn man sich unsere Spielinteressen vorstellt, wir überlappen nur in einem ganz, ganz winzigen, fast Mini, könnte man sagen, Bereich. Denn wir spielen nur Spiele, die mit dem Wort Mini beginnen. Jay Mani schreibt, mach doch mal mehr Anker hin. Vielleicht ist es auch Anker, dass man braucht vielleicht mehr Anker. Frag doch mal John Oliver. Wieso hat er das gekauft, Anker? John Oliver? Nee, John Oliver ist doch der Typ, der diese Show macht da, diese Late-Night-Show da. Wie heißt die da? Hä? Ich check den Gag nicht. Anchorman. Er ist aber kein News. Ach, Anchorman. Anchorman. Oh. Okay. Sag doch mal Will Ferrell. Ja. Kleine Gag-Korrektur an der Stelle. Dankeschön. New World Eternum ist ein actiongeladenes Rollenspiel voller brandneuer Inhalte und Features, das sich auf die geheimnisvolle Insel Eternum, die es jetzt zu entdecken gibt, schickt. Die riesige Spielwelt von Eternum hat auf jeden Fall eine Menge zu bieten. Du kannst deinen Charakter nach Lust und Laune anpassen. Ach so, warte, das ich dachte, festgelegtes Klassensystem. Ich warte die ganze Zeit auf den Gag. Und deinen Helden oder deine Heldin nach deinem Da haben Lust wir eine Werbung verbaut. Und flexibel die Klasse wechselt. Neben wunderschönen Landschaften gibt es in der Open World auch abwechslungsreiche Quests zu entdecken. Haben das Kampfsystem ist außerdem skillbasiert und dynamisch, perfekt für alle, die auf spannende Kämpfe stehen. Also, wenn du schon immer mit Schwertern, Musketen und Magie ins Gefecht ziehen wolltest, dann bist du hier genau richtig. Du kannst außerdem New World Eternum so spielen, wie du es willst. Egal ob komplett solo oder mit anderen SpielerInnen, egal ob im PvE oder PvP, du hast in jedem Fall die volle Spielerfahrung. Egal ob du ein einsamer Wolf oder ein Teamplayer bist, New World Eternum bietet dir die Freiheit, wie du es magst. New World Eternum ist jetzt erhältlich auf PlayStation 5, Xbox Series X und S und PC. Und keine Sorge, wenn deine FreundInnen auf einer anderen Plattform zocken, dann Crossplay kannst du mit Spielern und Spielerinnen auf PC und Konsole zusammenspielen. Triggert euch das eigentlich auch? Mit dem Bändchen da? Dass das eine Bändchen da oben ist und das andere da unten? Findet ihr das nicht auch irgendwie unangenehm? Viel Spaß in Eternum. Es geht weiter mit... Huch. Scheiße. Ja. Also das Meer hat mich immer schon angezogen. Das war immer schon Sehnsuchtsort für mich. Natürlich auch diese Freiheit, mal rauszukommen, so wirklich den Wind zu spüren in den Haaren. Deine Mutter ist, Ja, gut. Was? Gut, meine Mutter habe ich letztes Jahr hier auf See verloren. Das ach komm jetzt, das ist, Florian, nein, jetzt hör doch mal ein auf. Ein sensibles Thema, ist einfach ein sensibles Thema. Das weil das Meer gibt, aber das Meer nimmt auch. So, und das weiß jeder hier und... Moin! Oh Gott. Was ist denn, wenn die Kurbel ins Wasser fällt? Dann haben wir alle verloren. Ja, dann ist die Kurbel. Ja, die Wolben kostet die zu 120 Euro. Das ist Witz. Ja, das ist leider kein das Witz. Das mache ich hier bei uns im Rocket Beans 3D-Drucker für 60. Ja. Hier drauflegen und dann kurbeln oder einfach nur drauf? Und dann erstmal drauflegen und dann sage ich Bescheid, wie viel noch zu kurbeln. Kann es sein, dass man hier hinten mehr wackelt als irgendwo anders? Ja, in der Mitte des Schiffs ist es ruhig. Nicht schlecht. Ist ein Mittschiffs, ne? Also wir haben zwei Segel. Das vordere Segel benutzen wir dann, um zu steuern. Naja, das vordere Segel gibt uns Geschwindigkeit, das mittlere Segel Stabilität. Perfekt. Nice. Okay, machen wir ein bisschen Stoff jetzt. Wo kotzt man denn hin, wenn man kotzt? Nicht über die Reling kotzen, bitte ins Schiff kotzen. Ernsthaft? Ja. Dein Ernst? Ernsthaft.
Weil es fällt so rüber. Die Reling beugen, dann über die Reling fällst. Ja. Und dann kommen die Haie. Ja, aber die kotzen halt auch. Nicht vom Schiff pissen und nicht vom Schiff kotzen. Tipp Nummer 67. Segeln und auf dem Meer immer mit vollem Magen. Leerer Magen macht seekrank. Ich habe einen hellen Ernsthaft? Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Leerer Magen macht seekrank. Ein leerer Magen macht's. Deswegen dürfen Lehrer auch nicht segeln. Leichter, schneller, keine Ahnung, begünstigt ist, dass du segelst. Kennt ihr Darwin Duck? Das ist ein Joke. Ja, aber was ist der Joke? Darkwing Duck. Ja, okay. Das ist einfach ein Wortspiel. Sorry, damit kannst du ja nichts anfangen. Deshalb machst du ja auch nur 10 Podcasts mit Nils Bohmhoff. Leck mich am Arsch, Freunde. Weißt du, wenn du über Darwin Duck nicht lachen kannst, dann geh doch zum Lachen in den Keller oder in die Kajüte. Wenn Nils den gemacht hätte, ja, irgendwie ein Teekessel, da hättest du hier wieder, oh ja. Nils, das zusammen in Urlaub fahren. Ich weiß nicht, mein nächstes Kind nenne ich nach dir. Egal, was es wird, ich nenne es auf jeden Fall Nils. Ein Teekesselchen. Aber Darwin und Darkwing Duck, da ist der feine Herr. Was ist das? Da verstehe ich den Witz nicht. Wenn Stefan Tietze irgendwie sagt, ja, kennst du, ist dir schon mal aufgefallen, dass Darkwing Duck irgendwie zu kleine Klamotten trägt? Ja, da wird gelacht im Podcast UFO. Da wird eine halbe Stunde lang, da entsteht direkt ein neues Sweatshirt. Ne? Aber wenn ich Darkwing Duck, ja, was, wer ist das? Kenne ich nicht. Auflaufen lassen. Ja, da bringen auch 100 Jahre Impro-Schule in San Francisco nix. Weil das ist dann egal, weil Eddie, den lasse ich auflaufen mit Darkwing. Da habe ich noch nie gehört. Was ist das? Duck? Keine Ahnung. Entenhausen, gibt es das wirklich? Weiß ich nicht. Ich dachte, die Fahrt soll euch ein bisschen näher zusammenbringen. Du hast jetzt auch mal die Starts. Wir sind jetzt auch langsam wieder Alright. zurück. Wer hat dir eigentlich erlaubt, 100 Kilometer von Hamburg Homeoffice zu machen? Ja, sorry. Ihr habt doch nicht mal Internet hier auf dem Land, Brunsbüttel, ey. Ich muss noch mit ihm sprechen, da hat sich was aufgestaut, aber zuerst zu wichtigeren Dingen, zu mir. Bizarre, das habe ich noch nie gehört. Exklusivst, ein ganz hervorragender Laden. Vor 2 Jahren gegründet worden. Ich kann es nur allerwärmstens empfehlen. Na? Ey, ich 100 pro, das ist jetzt dieser Pizza-Gag, oder? Jetzt kommt dieser Pizza-Gag. Habe ich in dem Moment, als sie das so betont haben, an Club Pizza gedacht. Und ich erforsche mein eigenes Hirn gerade. Und ich glaube, ich sag später auch noch was dazu. Aber ich glaube, das ist der Moment, als ich zum ersten Mal gehört habe. Habt ihr aber auch gehört, oder? Ja, hat jeder gehört, der bei Verstand ist. Pizza, oder? Wollen Sie noch etwas am Bahnhof machen? Nein, ich bin auch hungrig und ich liebe italienisches Essen. Okay. Alles klar. So, damit willkommen zurück. Wir haben hier gerade nur noch ein kleines terminliches Geschäft abgeregelt. Was? Das heißt, wir haben Drogen gedealt. Ich wollte gerade sagen, das klang gerade unnötig zwielichtig. Ja, ne? Total unnötig. Ich glaube, Leute, die Folge geht jetzt so eine Stunde, weil wir gucken jetzt nackte Kanone. Ich würde mich hier sofort wegwerfen. Bitte gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Schau, Schatz, Sie spielen. Oh, nackte Kanone ist einfach auch wirklich so gut. Ich weiß nicht, ob der so gut gealtert ist, wie ich das in meinem Hirn habe, aber den habe ich so geliebt früher. Unser Lied. Ding dong, jetzt so. Oder alleine, wie er die Milch einschüttet, das ist einfach alles geil. Du hast da was in deinem Mundwinkel, ey. Ja. Ey, die andere Seite. Ich muss dir was sagen. Ich praktiziere Safer Sex. Oder das war wirklich ein schöner Tag. Wenn sie da auf dieser Gala von der Queen sind und Frank tastet den Typ ab und Josh Kennedy steht so hinter ihm und er holt aus Kennedys Jacke, holt ihr die Brieftasche. Hey, guck mal hier, der hat ein Bild von deiner Frau. Ja. Was ist das? So, wir machen einen kurzen Break. Das waren erstmal unsere Eindrücke von der Comic-Con und jetzt kommen wir gleich mit ein paar Neustarts zurück. Es sei denn, du hast noch was auf deinem Zettel, den du da geschrieben hast. Nein, mein Cheat-Zettel hier. Gastplus? Nice. Ja. Nice. Sehr sympathisch. Mit neuen Film-Fonts rausgeschrieben. Oh, da müssen wir gleich mal ran. Das gefällt mir fast sogar ein bisschen besser. Ja, genau. Nee, ich hab da nichts mehr draufstehen. Nee, eigentlich ist das Original, was Daniel entworfen hat, natürlich. Hab ich nicht. Das Original, was Daniel inspiriert hat. Das Original, was Daniel auch mal gesehen hat. Hat natürlich um einiges besser. Wir machen einen kurzen Break. Ich bring die beiden hier schnell um die Ecke und dann sehen wir uns gleich wieder.
Ja, Rützenhürtel. Wieso gibt's so nicht? Ja, Rützenhürtel, da sind wir schon wieder hier. Du hast schon wieder Donnerstag. Du meinst ja Anzopfies. Anzopfies. Und jetzt geht's los hier mit RBTV Home. Das heißt, wir haben ganz viele Leute. Ey, ich kann Leute nicht ab, die Dialekte nicht beherrschen und es trotzdem ständig versuchen zu sprechen, insbesondere wenn es bayerisch ist. Bei Capcom an der Bühne sehen, unter anderem Etienne Gardé. Was? Und guck mal, hier ist das Nils? Das ist Nils. Das ist doch nicht Nils! Das ist doch nicht Nils! Sieht aus wie der Junge da auf der Kinderschokoladenpackung. Ja, sogar der Junge auf der Kinderschokoladenpackung hat mehr Bart als dieser Nils. Das muss über Nacht gekommen sein. Alter, das ist doch aus dem quasi... Der ist ja irgendwann einfach aufgestanden und hat puff gemacht. Nice quick turn. Finde ich nicht gut, dass sie so mit Vergangenheits-Nils umgehen, der stets freundlich zu ihnen war und zuvorkommt. Aber jetzt wisst ihr auch, warum sich das geändert hat. Oh, nicht so nice Selbstmord. Upsi. Ja. Okay. Ram, papam. Ram, papam. Pam. Ach, war rot blau, von mir. Blau schieben? Ja, aber das rote geht, reicht. Geht. Reicht. Super. Irgendwer ist wieder. Hallo, oh Hallo. Gott! Und? Warte mal, wo ist denn der? Ach, da lang. Ja! Ja! Wie? Wo, Gamer? Ah, ich erinnere mich, das haben wir auch gespielt mit Bulli ja, und Eddie. Ja! Wahnsinn! Scheiß! Dann geht rein! Monsi! Ja, das macht immer Spaß. Wir sind Freunde. Nie wieder. Lass uns das nie wieder machen. Und so muss ich leider jetzt was sagen, was mir nur schwer über die Lippen geht, was mir auch das Herz bricht und was sicher viele nicht hören wollen. Aber irgendwer muss das ja ansprechen und darum mache ich das jetzt einfach. Death Stranding ist wirklich ziemlich scheiße, Alter. Was mir wie... Fertig. Okay. Verständlich. Es ist wirklich ein Meisterwerk. Hier, hör selbst. Hättest auch einfach durchziehen können. Aber jetzt ziehst du durch. Jetzt zieh ich just do it! Ah, das ist wieder eins dieser grafisch unfassbar spektakulären Rätselspiele. Das Kissen erinnert mich an die länglichen Kuscheltiere, die man gegen Zugluft verwendet. Sieht bereits aus, als könnte man damit Gassi gehen. Was? Aus der Ferne dürfte Frau Buntschuh mein Geschöpf für ein Tier halten. Nur muss es noch scheinbar in Not geraten. Wie gerät's denn in Not, ja, an der Säule? Fürs Protokoll. Bei diesem Unternehmen kommt nicht wirklich ein Tier zu Schaden. Was ist. Ist das hier so TKKG oder sowas? Was ist das denn für eine Scheiße? Was, weil man fällt ja nicht einfach von der Leiter. Jetzt! Was? Oh, das war ich, ne? Das ist geil. Einfach casual, was? Einfach am Quatschen unter diese Leiter. So, jetzt. Ah, wir machen das so gut. Und genug springen. Wer war... Wer war's? Wird das gleich aufgelöst? Gibt's eine Zeitlupe? Dumm. Wer war dumm? Wer von euch war der Dumme? Wer war dumm? Zurück hier. Oh, ich wünschte, der Schuldige würde hell aufleuchten. Ja, das wäre... Oh, das wäre schön. Deshalb gehen wir jetzt in die Haupthalle und gucken einmal, vielleicht sehen wir dort jemand mit einem Schild oder etwas ähnlichem stehen. Ein Ritter? Ein Ritter vielleicht. Es tut mir leid. Ich sag einfach nichts mehr. Ich sag einfach nichts mehr. Es ist soweit! Yeah. Es ist soweit! Das war die Polaris. Gamescom. Die Gamescom hat offiziell die Pforten eröffnet.
weil der Stand letztes Jahr so in der hintersten Ecke war. So ein bisschen, du hast das Gefühl, eigentlich ist die Straße schon vorbei, aber da steht noch dieses eine Haus. Du bist sehr professionell, aber wir müssen doch unseren Kameramann hier rein. Ja, der Thomas, ja. So, Thomas, komm mal hier. Ja, wir haben doch Personal. Nein, hier. Hier, jetzt hier. Das habt ihr aber auch richtig gut hier gelöst. Ja, da ist er. Hey, hey. Du bist der Nächste. Nee, das verfälscht den Ablauf. Das war richtig geil, weil ich habe gedacht, ich bin mega schlecht in Street, vielleicht bin ich auch mega schlecht in Street Fighter, aber das war gut, auf der Bühne war ich nicht so schlecht, da bin ich schon noch bin ich mit einem guten Gefühl rausgegangen aus der Nummer, dass Eddie war nicht so gut wie er, das ist, da haben die jetzt Ausschnitt genommen, wo er jetzt jubelt, aber das entspricht ja gar nicht. Du, zwei Ritter der Kokosnuss. Das ist nicht Ritter der Kokosnuss. Er ist der Kokosnuss. Das ist gar nichts. Kokosnuss identifizierbar. Warte mal, da bin ich aber jetzt ausnahmsweise mal bei Eddie, das geht nicht. Das ist gar nichts. Also das ist nicht euer Ernst. Da kann ich seine Empörung wirklich nachempfinden. Das ist frech. Das ist wirklich frech. Und was hat er da gemalt? Er hat da so ein... Das ist nicht Ritter der Kokosnuss. Kogi, du bist John Keely. Sie stürmen die Bühne, ich komme nicht hoch. Die jungen Leute, ja, die kannst du nicht alleine lassen. Da sind sie bei der Opening Night hinterher noch über die Bühne und so. Das war die letzte Beanstalk. Wir machen dann. Er ist schwer dieses Trikot an. Genau. Fabian, hör auf jetzt, das können wir also wirklich nicht machen. Also du bringst mich hier in Situationen. Oh. Von euch beiden hätte ich gerne eine Handheld-Konsole. Handheld-Konsole. Simon, links. Nein, was ist denn mit dir? Hä? Ich kann nicht raus. Das ging zu schnell, das hat nicht gecheckt. Raus, jetzt komm raus. Du hast lang genug im Luxus geschwelgt. Ich bin doch keine 10 Minuten hier und ich bin schon... Ey, sag mal, wie lange war... Als wir Wo sind denn alle gespielt haben, da war der doch auch in dem Auto. Wie lange war Kogi denn in dem Auto und wie oft war der in dem Auto? Und warum war der ständig in dem Auto? Du hast lang genug im Luxus geschwelgt. Ich bin doch keine 10 Minuten hier und ich bin schon hier. Das Ende, also das Boot-Level ist schon zu weit oben. Ja, siehst du, das brauche ich immer ein bisschen Liebe, Leute. Das ist wirklich hier. Das habt ihr uns voraus. Diese Jahre der Ende. Nee, ich brauch lieber. So, ja, okay. Wo ist das Kabel? Ich brauch lieber. Sagt er ja, okay, und umarmt Buden. So, ja, also geht doch. Gregor, ein bisschen Liebe, komm. Hallo, Buden. Schön, dich zu sehen. Aber wir werden so, ist der Käse jetzt? So frisch werden wir nie wieder zusammenkommen auf dieser Gamescom. Ganz kurz. Du hast es geschafft. Die einzige Fresse von uns, die auf dem Stand prangt, ist dein Gesicht. Herzlichen Glückwunsch. Und man hätte den Popel, hätte man nicht noch raus. Die Grafik hätte da nicht. Rocket Beans. Hätte man nicht rausmachen können, noch, liebe Grafik. Ne? Also diesen kleinen Popel da so in der Nase. Ja, der Rams ist ja gemacht. Das ist nur das, was übrig geblieben ist. Der war zu groß. Jetzt wieder langweiliger Content von den anderen bei RBTV. Was ist das? Gregor, ich liebe dich. Das ist immer wieder erstaunlich. Das passieren so viele Sachen auf der Messe, die ich nicht mitbekomme. Und hier sieht man das alles. Das ist einfach zu viel. Das war, weiß ich aber, was steht im Chat? Ne? 100. Ja, das ist der Falsche. Es ist der Falsche. Aber er ist es trotzdem. Oh mein Gott, the sweet Discovery. Ich sehe das doch komplett, du kannst das Schwert gar nicht. Hallo! Großen Dank jetzt schon mal an die Leute. Jetzt mach mal den Deckel hier hoch. Yes! Du hast mich an dem Handy erkannt oder an meiner Strategie? An deinem Gehirn, weil ich genau wusste, dass du genau wie Krogmann hier dieses Spiel liebst. Hab ich dich. Geil. Und euch anderen da draußen, ne, die ihr noch in euren Verstecken lauert und kauert. Euch rinnt der Angstschweiß schon unter den Achseln. Ich rieche euch. Ich finde euch. Und ich zerstöre euch. Let's go. Ey, das war, diese Folge war wild, weil wenn ihr noch nie auf einer Messe wart, das ist so voll, es ist so laut und wir hatten eine komplette Halle, wo die sich verstecken durften. Die Menschenmasse, man sieht ja auch nichts, man sieht ja nur andere Menschen. Weil es so voll ist,
Da bin ich fast durchgedreht. Und der Tag war eh schon lang. Und dann da noch so eine Stunde dadurch, oh, alter Schwede, das war ziemlich anstrengend tatsächlich auch. Und vor allen Dingen auch schwierig. Ich habe auch nicht alle gefunden. Schwerverbrecher. Der eine sieht aus wie so ein etwas alterner Rockstar. Dann eine sehr schön tätowierte Frau. Und dann suche ich noch Walle mit langen Haaren. Wo sind die lang gegangen? Alright. Julia. Hab ich dich. Ah. Oh Gott, hallo. Ja. Du kannst die Maske abnehmen. Ja, nein, nein. Okay, warte. Mein Fehler? Ja. Mein Fehler, Verzeihung. Sitzt sie da? Ey, das ist einfach. Ich kann ja auch nicht da zu diesen ganzen Frauen da hingehen und die alle da auf die Schulter touchen und dann sagen, dreh dich mal um. Nee, also das war wirklich schwierig. Denk nach, was mag sie denn? Was mag sie denn? Was mag sie denn? Was mag sie denn? Komm, wir müssen. Und mit Maske, ne? An den Händen hätte man es erkennen können, aber das, also Julia war wirklich schwer. Sie durchkämpfen. Also, ist das Mikrofon live? Ja, ist das da live? Darf ich kurz crashen? Ja, dann klar. Und zwar, hallo, mein Name ist Nils von Rocket Beans TV. Wir sind live auf Sendung. Dies ist eine Durchsage. Wir suchen drei verwirrte Persönlichkeiten, die dringend von mir aufgegriffen werden müssen. Jeder, der sachdienliche Hinweise hat, bitte jetzt vortreten und eine Belohnung erhalten hier am Schrank, wo das Auto ist. Danke, vielen, vielen Dank. Das ist ja wohl nicht. Ich glaube, die Belohnung wurde nie ausgezahlt, aber irgendjemand hat aber wirklich einen guten Hinweis gebracht. Ernst, nicht? Ich hab doch gesagt, ich krieg euch alle. Ich wühl euch aus der Erde, wo ihr euch verbuddelt habt, ha? Du bist sowas von verhaftet, mein Freund. Weißt du was, du kannst hier gleich liegen bleiben. Das war ein gutes Gefühl. Und jetzt aus Ippenbüren, einer kleinen Stadt zwischen Riesenbeck, Westerkappeln, Püsselbüren und Hörstel, der Wiege der Legenden, der Mann, der 10 Jahre lang als Don Juan bei den Winnetou-Festspielen in Bad Mergede brilliert hat und sich für vieles zu gut und für noch mehr zu schade ist, der Mann, dem kein Bissen ein Weg zu weit ist. Bitte begrüßen Sie mit einem tosenden Applaus Colin Gäbel. Der Mann hat kein Schamgefühl. So knorpelig, wie er sich ernährt, so selbstverherrlichend ruft er sich auf die Bühne. Das ist... Ja! Außerdem sind die in Bad Segeberg, die Karl-May-Festspiele. Oh, sieht das. Oh Gott, das ist ja fürchterlich ekelhaft. So, jetzt mach mal schön deinen Mund auf. Mal lecker. Warte, ich muss ein bisschen pendeln. Eins. Was? Zwei, das berührt mich unangenehm. Und nochmal, komm hier. Das ist so. Fürchterlich. Ja. Und? Ja. Klatsch, klatsch. Im Gegensatz zu mir werden die Pommes, jetzt Gag zum Mitschreiben, im Gegensatz zu mir werden die Pommes mit zunehmendem Alter nicht immer geiler. Ja, ist für uns alle die letzte Stunde hier, ich weiß. Das Schnitzel hatte... Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, Colin ist großer Phipps-Asmussen-Fan. Und manchmal merkt man das. Zimmer freizugeben. Die Pommes haben sich drum beworben und anstatt einfach nur diese überteuerte 12 Quadratmeter Butze zu nehmen, sind ins Bad eingezogen, haben den Flur besetzt und haben das Schnitzel noch aus dem Wohnzimmer gekickt. Die haben sich ja komplett breit gemacht in der Wohnung. Nee. Leute, nein. Nein, 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 nein. Marc, erzähl doch mal, was machen wir hier gerade? Wir sind auf dem Weg zum Gamescom Camp, dachten wir. Leider haben wir uns verlaufen und jetzt wurden wir freundlicherweise mitgenommen. Ist das nicht herrlich? Das ist die Art von Shuttle Service, die hier noch gefehlt hat. Timo, pack hier nicht raus, ich halte dich fest.
ihr seid ja nur Mäuse. Ja, ist das verkehrssicher mit dem... Wir haben 12 bis 12.25. Ah ja, doch. Ah ja. Das habe ich alles nicht mitgeschnitten. Alter, okay, was ist das? Ist aber, einer reingepupst. Das ist ein schwarzes Zelt, kann man sagen. Das ist... Aber hier können Leute hinkommen, die mit Cosplay unterwegs sind und sagen, oh Mann, hier ist was abgebrochen, was abgekannt. Wir haben Föhn, Heißklebepistole, Bügeleisen und Hilfe natürlich von uns allen. Also da freue ich mich auch, dass hier drinnen in erster Linie mit einem Föhn, einem Bügeleisen und einem Glätteisen gearbeitet wird. Das finde ich gut, dann wird es ja auch mal ein bisschen wärmer drinnen. Oh, Colin, du was hier? Machst du denn hier? Ich dachte, du wärst tot. Tag ganz lange. Hallo? Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. War das gefährlich? Guck mal. Ja, was bist denn du? Das ist viel gefährlicher. Das ist ein Kampfroboter. Alter. Oh, scheiße, das ist eine Schlange. Er bellt. Mach mal Sitz. Mach mal Sitz. Sitz. Ja, das ist wie eine Ausgeburt der Hölle, ist das. Ja, alle drei. Ja. Drei Geodreiecke. Das ist ja fast Oh, Geodreieck triggert so hart Erinnerungen. Geodreieck, nee, es ist auch. Oh. Das. Oh. Fragment des Bösen. Viereck. Ist so. Das heute ist was für die ganz Smarten, ne? Gamescom bedeutet natürlich nicht nur Fun. Spiele en masse. Und sonstiges Entertainment, es bedeutet auch warten. Aber man könnte natürlich auch ein bisschen bequemer sitzen vielleicht. Da wollte ich dir kurz was anbieten. Hier, so, zack. So, ich habe nur einen Stuhl, aber du bist ja eigentlich kein Fan von Monster Hunter, bist nur wegen ihm. Genau. Ist doch so, ne? Das habe ich gesehen. So ist es. So, bitte sehr. Nimm gerne Platz, würde ich sagen. Jetzt verwöhnt er sie Spaß mit, auf jeden Fall, obwohl mit Gaben. Allerlei Gaben. Garçon. Freuen Sie sich auf einen Burger à la carte, auf den Punkt gebraten, eingebettet in frischen, knackigen Salat. Magst du gerne Burger? Ja. Sehr gut, hier ist dein Burger. Ist schon wahnsinnig entspannend, oder? Wirklich, ich habe noch nie so einen guten Gamescom-Aufenthalt gehabt. Allerdings muss man ja sagen, Messetrubel, Lautstärke, so richtig zur Ruhe kommt man wahrscheinlich noch nicht, oder? Nee, es ist sehr ohrenbetäubend auch. Irgendwas Entspannenderes an Soundkulisse wäre schon cool wahrscheinlich, oder? Ja. Schon eine Menge Aufwand, aber das ist es wert. RBTV, wir machen Menschen glücklich. Kannst du noch so einen Daumen vielleicht in die... Vielleicht ihr auch noch mal kurz den Daumen, alle. Ihr auch, ihr habt auch was zu essen. Einmal den Daumen bitte. Sehr gut. Der Marc. Wir wollen 54 noch wissen. Mein guten Freund Steffen, mit dem Nein, kein Smalltalk. Wir haben noch gar nicht geredet miteinander. Bis zum Schluss hier. Das ist immer noch meine Sendung. Verdammte. Hallo, Mama. Ich bin sonst nicht so. Nennt ein Wort, das mit Messe beginnt. Messer. Messer ist gut. Also. Messer ist gut. Ja. Gesagt ist. Also, ein Messer. Das ist super. Das ist gut. Sehr kreativ, zweifelsohne, aber vielleicht zu kreativ für unsere Community. Schauen wir mal. Ein Messer. Ist ein Messer dabei? Ja. Oh! Voll gut. Ja, zu Recht. Applaus. Welche Tiere sind im Harry Potter-Universum die... Eddie? Zu spät. Eulen wäre es gewesen. Dieser Mann steht hinter der Kamera. Zum Glück war sie zumindest dieses Mal auf ihn gerichtet. Sonst hätten wir dieses Glanzstück voller Passion verpasst. War das schon vorbei, ne? Ja, Baby. Oh, da sehe ich Freude, da sehe ich Spaß, da sehe ich gute Laune. Das gibt's nur heute hier am Shaker, heute hier am Dom. Die letzten Fahrten starten, meine Güte. Ihr seht alle so unglaublich gut aus. Ey, das ist sowas von Collins
eigentliche Heimat auf dem Rummel da. Das ist genau seine. Und ich weiß, er gibt gewisse Notwendigkeiten und er hat auch andere Leidenschaften, so Knorpelessen und all so. Aber das, was er da jetzt macht, das ist 100% Colin. Dann sehe ich doch mal ein paar einsame Herzen, Leute, die noch nicht genau wissen, wohin mit ihrem Geld und ihrer guten Laune. Kommt hier vorbei, nochmal einsteigen, nochmal Spaß haben. Hier nochmal was ganz Außergewöhnliches erleben. Beim Shaker. Shaker, Shaker. Ja, fantastisch. Ne? Es ist schon wieder so lange her. Es ist August, es war die Gamescom. Das kommt mir vor wie ein anderes Leben. Die Zeit rennt so schnell. Unfassbar. Ja, das ist das Beste auf August. Ich habe viel gesehen, was ich nie mitbekommen habe. Das ist gut. So habe ich auch einen guten Überblick bekommen, was die anderen so gemacht haben, während ich hart gearbeitet habe. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Monat. So lange warte ich hier. Mach gar nichts. Ciao.